Ein Wahltag wird es nicht. Sie haben keine Wahl. Die Bevölkerung der strategisch wichtigen Halbinsel soll ja angeblich Ja oder Nein sagen dürfen zur Abtrennung von der Ukraine und Anschluss an Russland. Aber diese Option gibt es gar nicht. Der Stimmzettel bietet nur Anschluss sofort oder eine völlige Unabhängigkeit der Krim. Weiter wie bisher Teil der Ukraine sein, ist nicht vorgesehen. Und damit ist der Ausgang morgen schon klar. Uli Gack berichtet aus der Hauptstadt der Krim. Fröhlich und heiter soll Simferopol erscheinen, die Hauptstadt der autonomen Republik Krim. Ganz so, als wäre morgen ein besonderer Freudentag. Die prorussischen Machthaber um Putin haben am Vortag der Volksabstimmung nochmals alle folkloristischen Register gezogen. Siegesgewiss, aber ziemlich krampfhaft, wie es scheint. Wenige Meter abseits der organisierten Jubelmeile ein ganz anderes Bild. Seit heute sind Panzer auf Gefahren in Simferopol. Schwer Bewaffnete besetzen alle wichtigen Punkte. Vor allem russische Soldaten, wie man uns sagt, aus Sicherheitsgründen. Offensichtlich ist die Lage auf der Krim längst nicht so entspannt, wie sie die prorussischen Machthaber gerne darstellen. Es sind viele, die sich fürchten vor einem Anschluss an Russland vor Putin. Allen voran die Tataren. Sie zeigen ihren Widerstand offen. Sie wollen ukrainisch bleiben. Dagegen verbergen die meisten anderen Gegner der Volksabstimmung auf der Krim ihren Groll. Putin soll vernünftig sein. Er soll seine Truppen zurückziehen und die Volksabstimmung stoppen. Wir sind bereit, für unsere Freiheit zu kämpfen. Noch wollen unsere Führer, dass wir friedlich bleiben. Aber das kann sich ändern. Wenn sie uns zu den Waffen rufen, dann werden wir losschlagen. 500 Tataren waren hier in der Stadt Batschisaraj zu einer nächtlichen Kundgebung erwartet worden. Am Ende sind es weitaus mehr. Es ist an diesem Abend viel die Rede von der Angst vor der Unterdrückung durch Russland, von einem Konflikt, der möglicherweise gewaltsam enden könnte, und vor der Sorge, dass Blut fließt. Die russisch-tatarische Vergangenheit ist ein Albtraum von Mord und Deportation. Die Gräben scheinen unüberwindbar. Die Tataren wollen die Volksabstimmung morgen boykottieren, geschlossen, wie sie sagen. Es waren nur wenige Ukrainer, die heute in Simferopol offen gegen Putin und seine Volksabstimmung protestiert haben. Die meisten sind stumm, bleiben zu Hause, fürchten sich vor prorussischen Schlägertrupps. Kaum jemand mag heute offen seine Meinung sagen. Wir kämpfen für unsere Freiheit. Und wir haben nichts dagegen gegen Russen. Aber wir möchten Freiheit, unsere Rechte, also menschliche Rechte. Sie erzählen uns, dass das Ergebnis des Referendums längst feststehe und dass da, wo Stimmen fehlen, auf wundersame Weise nachgeholfen werde.